Wie heißt du eigentlich? Markus. Markus Adolf. Das ist doch kein Name für einen Mann. Entschuldige mal. Wie alt bist du? 25. 25, was von Beruf? Zahnarzt, Helfer. Hast du studiert? Nein. Meine Damen und Herren, Markus wird nun Pizza Nummer 10 singen. Und wenn er es nicht kann, bekommt er pro falsche Zeile einen Tritt in den Allerwertesten von unserem Peter. Ja. Strafe muss sein, meine Damen und Herren. Ich sag dir nochmal ganz kurz an, Pizza Nummer 1 Tomatenkäse, Pizza Nummer 2 Tomatenkäse Champignon, Pizza Nummer 3 Tomatenkäse Champignon, ja, ja, ja. Pizza Nummer 4, ich habe mit meiner eigenen Mutter geschlafen und ihr ein Kind gezeugt. So, ja, ich hoffe, du kriegst das hin. Hier, fangen wir mal an. Pizza Nummer 1! Tomatenkäse. Moment. Käse. Pizza Nummer 2. Tomaten, Käse, Champignons. Pizza Nummer 3. Tomaten, Käse, Champignons. Salami. Lass mal nochmal durchgehen, okay? Jetzt kommt das, ich habe mit meiner Mutter geschlafen. Jetzt kommt das. Das sehe ich dir doch, das sehe ich dir doch an, dass du ein Inzuchtkind bist. Der ist an der Mutter quer aus dem Arsch gehalten. Die haben sie doch stationär blind angezogen, Kollege. So. Tomaten, Käse, Champignons, entweder die Mutter oder Zwiebeln. Salami? Adolf, du bist mit Abstand das unlustigste Subjekt. Dafür gibt's leider eine Strafe, aber nicht so fett. Ein Applaus für Adolf! Leute, wer hat von euch noch nichts gegessen heute Abend in Bamberg? So, jeder.